Seneschal's tax collector won't be coming around again like you asked. Funny story. I'll pass, but thank you for the help. Spoil sport. Why you want to squat up here in Hightown is beyond me. I like the view. So do I. Three years. There's still no sign of Daenerys. I'm beginning to wonder if he's finally given up. So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age 2 mit dem Mad King. In dieser Folge wollen wir nochmal mit unseren Gefährten reden. Wir sind ja jetzt hier in Kapitel 2, wo wir ein reicher Schlüssel geworden sind. Und ja, drei Jahre sind jetzt hier vergangen. Und Fenris hat immer noch nichts von Daenerys gehört, seinem alten Meister, weil er war ja Sklave. Ha, aber ob er wirklich aufgegeben hat, seid ihr sicher? This is his mansion, isn't it? He must know you're here. Would you be surprised to learn that it isn't, in fact, his mansion? It belongs to a Tevinter merchant, one who has evidently given up on the place. Perhaps he is dead. Perhaps Daenerys killed him. Either way, if Daenerys is aware of my presence, he has done nothing. Seid ihr denn wirklich so enttäuscht? Don't tell me you're going to miss all the attention. Tell me, what do you do when you stop running? Tja, eine seltsame Frage. Do you really not know? My first memory is receiving these markings. The lyrium being branded into my flesh. The agony wiped away everything. Whatever life I had before I became a slave, it's lost. I shouldn't trouble you with this. My problems are not yours. Ach Quatsch, jetzt labert doch nicht so. Ihr seid mein Freund. Ja, ich glaube, das können wir sagen, wenn wir jetzt nicht die schwule Antwort hier nehmen. Nein, wir fragen erstmal, ob er sich wirklich nicht mehr daran erinnert. You don't know who you were. Fenris was the name Daenerys bestowed upon me, his little wolf. If I once had another name or a family, then they were taken from me. But again, this is not your concern. Ja, aber ihr seid mein Freund, mein Kumpel. Yo. Your problems are my problems. Unlucky you. But enough. You have much to keep you busy, I'm certain. Alles klar, ja. 10 Freundschaft bei ihm gewonnen, das finde ich ziemlich gut. Ich bin natürlich jetzt hier nicht angezeigt. Wo sehe ich das denn nochmal? Charakter? Ach, nur bei den Leuten, die ich hier da habe. Okay. Aber wir können nochmal mit ihm reden anscheinend. Ja. Oh, er trinkt ordentlich hier. Last bottle of the Egregio. I've been saving it for a special occasion. And what's that? The anniversary of my escape. Astia Vala Femundis. Care to hear the story? Klar, wieso nicht? ja, warum nicht? I'd like that. Let's see. You've heard of Saharan? The Imperium and the Qunari have fought over the island for centuries now. I was there with Daenerys during a Qunari attack. I managed to get him to a ship, but there was no room for a slave. I was left behind. I barely got out of the city alive. Er hat euch zurückgelassen? I thought Daenerys considered you valuable. He wasn't given a choice. The look on his face as the ship pulled out was priceless. There are rebels in the Saharan jungles called Fog Warriors. They found me and took me in, nursed me back to health. I stayed with them for a time, until Daenerys finally came for me. Ich weiß, wohin das führt. He was relieved to see you'd survived, right? Relieved to see his investment hadn't ended up in Qunari hands, perhaps. I'd grown fond of the rebels. They bowed to no master and fought for their freedom. It was beyond my experience. When Daenerys came, they refused to let him take me. He ordered me to kill them. So I did. I killed them all. Was? Echt? Scheiße, wieso das denn? Why would you do such a thing? It felt inevitable. My master had returned and this fantasy life was over. But once it was done,
I looked down at their bodies. I felt... I couldn't. I ran. And never looked back. Ah, das ist eine schreckliche Geschichte hier, heftig. Warum seid ihr nicht früher gegangen? Nein. Ja doch. I have to wonder why you stayed with Daenerys as long as you did. You have not been a slave. A slave does not dream of freedom or wonder at possibilities. You think only of your master's desires and what the next hour will bring. It did not occur to me that I could be anything else until I had a taste of it. Fühlen sich alle Sklaven so? But there are stories of slaves rebelling all the time. They did in Kirkwall. The ritual that gave me my markings also stripped me of my memory. Whatever I was before may as well have never been. Perhaps if I knew, I might have felt differently. Aha, ja, ein unbeschriebenes Blatt, was Daenerys an vollschreiben konnte mit seinen Sachen oder mit seinen Regeln, wie, ja, du bist mein Sklave, du musst alles für mich tun. Klingt sehr traurig, oh ja. Ein Lied auf der kleinsten Violine der Welt, eine... Ach, scheiße, bei SpongeBob war das doch, scheiße, Mr. Krabs war das. Kacke. Ja, egal. Wie seid ihr denn wirklich entkommen? Einfach losgerannt? Das geht ja nicht, oder? Didn't Daenerys stop you? The rebels had wounded him. The soldiers he brought attempted to capture me. Unsuccessfully. It was weeks before Daenerys was able to mount the hunt in earnest. But by then, I was already gone. Eine gute Geschichte. Gripping stuff. You should write it down. You think they teach slaves how to write? I've never spoken about what happened to anyone. I've never wanted to. Perhaps this is what it means to have a friend. Ja, auf jeden Fall. Perhaps you're right. To you, Hawk, a finer mage I have never met. Ja, cool. Was? Nicht noch mehr Freundschaft bekommen? Was ist das denn hier für ein Scheiß? Ah ja, egal. So, dann würde ich sagen, nehmen wir aber Fenris gleich mit. Und... Oder nee, ich wollte ja noch mit den anderen reden. Ja, wir haben ja noch mehr Gefährten hier. Ja, stimmt, wir haben so viele. Ich glaube, selbst Sebastian möchte jetzt mal endlich mit uns reden. Ach, hier liegt eine Leiche. Wunderschön. Ich glaube, Fenris sollte mal aufräumen hier. Faule Socke. Jo, mit wem können wir noch reden? Mit Meryl, genau. Kleinen süßen Elfin. Ein bisschen durchgedreht ist. Hi, ist fit? Have you heard from your brother? Is he happy? With the Templars, I mean. Interessiert mich doch nicht. Kann von mir aus auch tot sein. Dreckiger Arsch. Ich bin so nett zu ihm. Okay, ja, jetzt nicht unbedingt nett, aber... ich habe ihm alles gegeben. Und so dankt er es mir, indem er den Templern beitritt. Aber warum seid ihr daran so interessiert? Why trouble yourself over him? I know how hard it is to give up everything and live among strangers. I worry about him. And not just for his sake. Wir sprechen nicht miteinander. He won't talk to me. He still resents you then. I know he was angry when he left, but this wasn't your fault. One day he'll understand you were trying to protect him. Darauf will ich nicht wetten. He'll die of old age before he admits I did anything right. No one can stay angry forever. Not even Carver. You'll see. Things will be all right. Somehow. Somehow. Quest absolviert, tröstende Worte. Oh, das war aber lieb von dir, Meryl. Ich glaube, jetzt nehmen wir mal direkt mal Dingensbummels mit. Fenris. Machen wir den denn? Wen nehmen wir? Lassen wir hier? Ja, auf jeden Fall. Evelyn erstmal. So. Die Grundregeln der Magie. Okay, interessiert jetzt nicht wirklich. So, mit wem können wir noch reden? Wir haben da noch irgendwen bei uns im Team gehabt. Wer war das denn noch? Anders, nein. Hawk, die Kirche, Buße. Ach ja, genau. Auf in die Kirche. Dort erwartet ja auch uns ja auch wer. Denke ich mal. Ja, was ist denn wieder irgendeine Scheiße? Would be slaves. They weren't slaves yet. Still, you did the right thing. Many would turn a blind eye. Don't read too much into it, all right? It just seemed a good idea at the time. Ja, ich habe keine Ahnung, wovon die reden. Da, Sebastian.
I thought it would end here. Young Master Hawk destroyed Flint Company. None remain. Yet, now that I know who sent them, it's harder to see their deaths as justice. Death is never justice. My... Hawk? We were just talking about you. lasst euch von mir nicht aufhalten. Carry on. I love to eavesdrop. Hawk said sarcastically. You know I hate it when you do that. Hawk muttered in an angry aside to the dwarf. If you two have a moment, I've learned who hired Flint Company. The Harrimans, a noble family of Kirkwall. They were my parents' allies. It's hard to believe they betrayed us like this. Das ist natürlich schade. Ja, die Familie von ihm wurde ja hingerichtet von irgendwelchen Auftragskillern der Flint-Gesellschaft. Die haben wir im ersten Kapitel ordentlich gemetzelt. Und ja, aber wieso sollten das Verbündete eurer Eltern tun? Any idea why they turned on you? Money? Power? It's hard to say. Lady Harriman was always jealous of my family for being royalty when hers were mere nobility. But I can't imagine that pushing her into outright murder. Zeit für Rache? This is why the cycle of violence never gets broken. You jest, but that's the truth. Give this up, Sebastian. Dedicate yourself to the Chantry as you swore. I must speak with Lady Harriman and find out what drove her to this madness. But I am the last of my line. I should not go alone and make myself a target. Ja, es geht wieder los. Why is everybody looking at me? I don't know why Choir Boy here didn't yell Hawk to the rescue. That's clearly what he was going for. If this allows Sebastian to make peace, it is worth doing. You've taken on lesser causes. Please. I have no one else to turn to. If you like, I can travel with you until you confront Lady Harriman. Otherwise, you can always find me here in the Chantry. Okay, cool. Ja, jetzt haben wir endlich mal unseren Neuling dazu bekommen, Sebastian. Er ist ein Schurke, ja, eher Bogenschütze. Die haben den leider beim Hauptspiel vergessen, also dachten sie sich beim als DLC müssten sie den hinzufügen. Ja, der ist normalerweise nicht mit dabei. Ja, sehr interessant. Ich würde sagen, was machen wir denn mit dem? Sollen wir ihn jetzt direkt mitnehmen? Oh nein, dann müssen wir Isabella oder Fenris wegtun. Ich glaube, wir lassen erstmal unsere Gruppe so. Sebastian, nach den tiefen Wegen. Ja, der ist hier anscheinend die ganze Zeit am Beten gewesen, konnte die Sache nicht vergessen und hat dann das mit dieser einen Familie da herausgefunden. Und dann würde ich sagen, jetzt haben wir ja mit allen geredet, allen unseren Gefährten, also gehen wir mal hier zu den Docks. Schwarzpulvergefälligkeit, jawohl. Wir haben ja den Auftrag bekommen von den Vicomte, dass wir uns um den Irish Hawk kümmern. Der hat ja nach uns gefragt, wieso auch immer. Er meinte, Hawk! Dann haben alle direkt gesagt, oh, schnell, wir müssen uns den Typen krallen. Oder ihr müsst schnell den Typen hierher holen. Da ist ein Kunari. So, und Fenris ist nämlich mit, weil er ja Kunari spricht. Also denke ich mal, nicht so eine... keine abwegige Idee. Wow! Heftig, wie viel Freundschaft haben wir denn schon bei ihm? Wow, geile Sache, das freut mich jetzt aber. Ja, ich habe es ja auch schon in der letzten Folge erklärt, warum ich so drauf und dran bin, Fenris meine Freundschaft aufzuschwatzen. Darf ein bisschen und Magie braucht er jetzt nicht. Willenskraft vielleicht. Ein bisschen hiervon, davon, ja. Und dann noch hier Willenskraft. Nein, das braucht er gar nicht. Noch ein bisschen Stärke, jawohl. Zack. Sowas bringen wir ihm noch bei. Er hat 4 Fähigkeitspunkte frei. Heftig. Ich glaube, ich baue mal seinen Tevinter-Flüchtling-Baum aus. Oh, Seelenverwandte. Fenris wird durch deine unerwartete Unterstützung motiviert. Magieresistenz plus 10%. Super. Geile Sache. Er ist wirklich ein Kumpel von uns jetzt. Und Lyrium-Gespenst, Lyrium-Geist schützt Fenris nun effektiver. Abwehr. Nein, das brauchen wir jetzt momentan nicht. Fassade der Ruhe. Fenris wirkt stets ruhig, aber das ist nur Fassade. Jede Wunde, die ihm zugefügt wird, rührt seinen tief vergrabenen Zorn und erhöht seinen Angriffsschaden. Schaden bis zu 50%. Plus 50%. Umgekehrt proportional zur Gesundheit. Oh, geil. Und die Sachen können wir noch nicht machen. Okay, dann würde ich sagen, Geisterwelle, Abwehr und erstmal bestätigen. Was ist das denn hier, Geisterwelle? Fenris leuchtet vor dunkler Energie und trifft Feinde mit einer Entladung geistiger Macht. Abwehr. Fenris mit seiner Tätowierung
mit seinen Tätowierungen mehr im Einklang. Ach, ist. Das Lyrium hilft ihm dabei, feindliche magische Angriffe abzuwehren. Okay, coole Sache. Können wir hier noch irgendwas machen? Vielleicht Zyklon oder Sensenmann. Sense verursacht deutlich mehr Schaden. Nee, Schmerzen. Vor allem bei Gegnern, die der Zauber brüchig gemacht hat. Okay. Och, ich weiß nicht genau. Kann mich so nie entscheiden, was ich hier nehmen soll. Kontrolle oder Gewalt. Ach Mensch. Das ist wieder viel zu viel für mich. Ich nehme einfach mal jetzt hier Sensenmann. Kein Problem. Zack. So. Dann nochmal vorher so speichern. Ich muss ja auch mal so immer speichern, weil ich manchmal nochmal neu laden muss, um nochmal ohne Untertitel die Sachen zu spielen, um ein geiles Thumbnail zu bekommen. Hihi. Das mache ich einfach manchmal. Deswegen speichere ich einfach mal so. Alles klar. So. Kunari, was geht? You are Hawk. A patrol went missing along the wounded coast. The Arashok says you have some semblance of honor. So tell me, did you kill them? ich bin unschuldig. Oder nein, ich bin euer Hauptverdächtiger. Ich? Der einzige Freund der Arashok hier? Oder der Kunari allgemein? I can't be your only suspect. There's Coterie, Carter, Templars. Take your pick. You think the bars in this city could fell a Karatam? Hardly. You are another matter. If you are not responsible, I waste my time here. Hä, ich wollte direkt mit dem Arishok reden. Können wir hier rein? Nee, nicht wirklich. Die haben sich hier wirklich total breit gemacht. Alter! Kann ich jetzt zum Arishok oder nicht? You go ahead. I have something I should do. Hä? Okay. Ich kann warten, aber warum? I'll put it off if that's what you want, but I need a reason. It's nothing really. I'm sure we have plenty to do, and I don't want to interrupt too much. Hm, okay, ja, dann bis später. Oder wir tun mal dann Isabella hier raus. Oder Moment, was passiert, wenn ich das obere wähle, wenn das hier nochmal kommt? I think I left someone back at the Hanged Man. Ah, sie verschwindet auch so, alles klar, okay. Interessant, wieso verschwindet Isabella denn direkt bevor wir mit den Kunari reden? Das ist sehr komisch. Ich glaube, ich nehme mal, wen nehme ich denn mit? Isabella, nein, Quatsch. Anders, Meryl, ach, ich nehme mal den Sebastian mit. Ach komm, wieso nicht? Wir haben uns hier noch gar nicht richtig angeschaut. Den müssen wir noch mit unseren Spezialsachen ausrüsten. Wir haben ja sicher noch ein paar Sachen, die er gebrauchen kann. Ach, verdammte Scheiße, ich habe vergessen, meine Sachen zu verkaufen. Oh, das wollte ich doch noch machen. Zwischen den Folgen, scheiße. So, er hat auf jeden Fall hier so einen komischen Bogen. Familienrüstung der Wales, okay. Und sonst, was hat er für Fähigkeiten drauf? Ach komm, das machen wir später. Jetzt erstmal zum Arishok. Alles klar. So, wo ist der Arishok? Der sitzt doch da oben auf seinem Thron, auf seinem dicken Arsch. Junge, was willst du? Sarah Hawk. Yes? Last we met, I did not know your name. Did not care to. You have changed your fortune over the years. The Kunari have not. I offer a courtesy, Hawk. Someone has stolen what he thinks is the formula for Gatlock. You will want to hunt him. Oh nein, nicht schon wieder dieser Zwerg. Ich wette, das war dieser ein Typ. Im letzten Kapitel haben wir ja mit einem Zwerg gemeinsame Sache gemacht, um uns das Dingenswummens zu sichern von dem Arishok. Seine Genugtuung, nein, seine Zustimmung, ja, oder wie auch immer, seine Freundschaft, damit wir, oder damit der Zwerg, das war nämlich seine Idee, sich den Plan für Gatlock holen kann. Das ist nämlich ein Sprengstoff, der nicht auf Lyrium basiert und deswegen für den Zwerg sehr interessant war. Jedoch hat der Arishok gesagt, nee, war nicht unsere Abmachung, verpiss dich. Und dann haben wir gesagt, ja, alles klar, kein Problem, ciao. Und jetzt, tja, hat er anscheinend wieder zugeschlagen und hat jetzt den Sprengstoff oder die Formel dafür geklaut. Jemand hat euren Sprengstoff gestohlen? Excuse me, but this sounds like quite the feat. It was allowed. The stolen formula was a decoy. Sarkamek, a poison gas, not explosives. A small amount is dangerous enough to your kind, but if made in quantity, perhaps by someone intending to sell it. That merchant, Javaris. Would he be cautious?
Or would he assume success and make enough to threaten a district? A courtesy hawk. You will want to hunt him. Varric, wo könnte er sein? Du weißt doch, wo ein Zwerg hingehen würde. Any idea where we can find Javaris? I heard about a sell-off. Merchant territories and such. They don't do that unless someone left in a hurry. I'd have figured he'd rook some noble. He's sure not a burglar. Just tell me where he is. I haven't kept up on the squirt. Ask the coterie. Panahedon, Hawk. It will be interesting to see if you die. Es wird interessant sein, ob ich überlebe. Oh Mann. Der Erishock hat schon eine komische Art, sich auszudrücken. Naja, naja. Schade, ich dachte, Fenris würde nochmal irgendwie einen Comment geben oder so. Ja, Akunari, ich spreche Akunari und so und kann damit angeben oder sowas. Aha, okay, ja, was haben wir denn hier noch für Fähigkeiten? 9 Fähigkeitspunkte. Königlicher Bogenschütze. Sebastian wurde in den ehrenhaften Traditionen des Königsgeschlechts von Starkhaven ausgebildet. Sein aufrechter Glaube und seine tödlichen Fähigkeiten machen aus ihm einen respektablen Gegner. Ja, rechtschaffende Kette. Jeder normale Schuss und das Schutzengel, ätherisches Trugbild von sich. Hä? Ich glaube, das mache ich erstmal hier. Verwundeter Fall. Ja, klar, komm. Hauen wir mal richtig hier auf die Kacke. Bringen ihm alles bei, was geht. Und sonst noch irgendwas Interessantes hier. Bogen schießen. Wer ist denn der Pfeil? Festhaltender Schuss. Oder Pfeilhagel, ja. So, die Sachen, die auch Varric drauf hat. Wir bräuchten eigentlich Varric nicht mehr, wenn wir Sebastian haben. Oder umgekehrt. Aber ich möchte Varric doch nicht weggeben. Ich liebe es einfach, wenn Varric mit von der Partie ist. So, was haben wir sonst noch für Sachen, die wir machen könnten? Gehen wir erstmal hier aus der... Ach, halt die Schnauze, Olle. Gehen wir erstmal hier aus der Stadt raus. Oder aus der... aus den Docks. So, wir könnten noch in die Galgenburg gehen oder was machen. Oder in die Dunkelstadt gehen, um dort die Quartier zu fragen nach Javaris. Oder wir gehen in die Oberstadt, um Buße zu machen. Ach ja, wir müssen ja noch mit der Ollen reden, für Sebastian. Och, können wir von mir aus gerne machen. Oder, ja, komm, machen wir mal eben. No problemo. No problemo. Dann laden wir hier die Scheiße, die Oberstadt, und dann gucken wir mal, wo wir hin müssen. Nee, nicht da oben. Jeven, wer ist denn Jeven? Okay, mit dem können wir noch reden. Are you an Andrastian, Fenris? If I say no, will you attempt to convert me? Many elves believe in the Maker. I ask only because I wonder if your experiences soured your faith. My faith was never strong. It's difficult for a slave to have faith in someone who abandoned them. The Maker didn't enslave you, Fenris. He didn't help me much either. And yet you stand here free. Perhaps he helped you more than you think. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Oh Mann, ey, jetzt haben wir noch so einen Kirchenbubi dabei. Es war ja schon unerträglich, wenn Liliana bei Origin so viel über den Bauch und so gelabert hat, aber er hier auch noch, oh Gott, er sieht ja noch nicht mal sexy aus, hat er gar keine Brüste. Jeven, was geht? You, this is your fault. You and that blighter, Varric Tethrys. What did I do? You'll be the end of my boys. Was? Kennen wir uns? I don't even know who you are. Yevon, member in good standing of the Dwarven Merchants Guild. Not that it really matters to people like you. Alter, soll ich dir eine verpassen? Du weißt überhaupt nicht, was ich hier für Ansichten habe. Was ist denn passiert? Oder was habe ich denn genau getan? You'll have to be more specific. A lot of things are my fault. My sons are lost in the deep roads because of stories about you. Your sodding glory and treasure. Don't you dare blame him. We both know this was Iwan's doing. If you want to keep your job, shut your mouth, woman. Your boys are grown men. It was their own decision. Ehrlich, ey, wenn das... Guck dir mal seinen Bart an, der ist total weiß. Die Jungen müssen ja schon uralt sein. Mindestens, weiß ich, ach, ich weiß gar nicht. In der Midlife-Crisis jetzt schon. Weil ich kann das Alter von Zwergen ziemlich schlecht einschätzen, egal. Klingt, als wären eure Söhne Idioten. Genau. Your boys don't sound bright enough to follow a map. I'm sure they didn't get too far. My boys aren't stupid. Foolhardy, maybe, but not stupid. You're the only one who knows where they went. They were following the path of your expedition. Please help me find them. Don't let my boys die down there. Ah, natürlich, natürlich. Wieso auch nicht? Wir haben ja gar nichts zu tun. Sure, I'll look. How many Darkspawn could have come back in 3 years anyway? Thank you, Messer. Those boys are my life. They entered the deep roads using the same passage you did. Please find them.
I will see you rewarded for your efforts. Ah, ich wette mit euch, dass da einfach total viele dunkle Wut wieder hausen. Ich weiß es gerade gar nicht mehr, ich glaube aber schon. 3 Jahre, hallo? Wisst ihr, wie schnell Brutmütter was machen? Naja, okay, so genau wissen wir es jetzt auch nicht, aber ich schätze mal, dass die Brutmütter ziemlich beschäftigt waren in den 3 Jahren. Auf jeden Fall die Brutmütter, die hier in Kirkwall rumhausen, in Ferelden dürfte es gar nicht mehr so viele geben. So, wo müssen wir jetzt genau hin? Dort ist das Haus von Fenris, glaube ich. Also ist das hier auch, das ist ja fast daneben hier. Das Haus von der komischen Familie, die hier Sebastians, genau, die Harrymans, die Sebastians Familie abgeschlachtet haben. So, nochmal eben speichern. Kein Problem. Zack, und hier rein hier. Brauchen noch nicht mal einklopfen, die Tür ist immer auf. Gehen einfach rein. Hallo, wir sind Hawk. Tja, reicher Sack. That's strange. The door's wide open. And not a single guard posted. This is not the Lady Harriman I remember. Oh oh, was heißt das denn jetzt hier? Alles verlassen. Aber die Kerzen sind an, ja, das ist gut. Oder? There is something very wrong in here. Something very wrong in here. Können wir vielleicht irgendwas klauen hier? Ich bin ja immer wer, der gerne was klaut. Oh nein, jetzt habe ich hier so ein scheiß Tigerauge geklaut und ich habe immer noch nicht alles verkauft. Ach Mensch. Ich vergesse es auch jedes Mal. Ja, muss man vielleicht später mal machen. Können wir vielleicht hierher? Hier war doch noch eine Tür. Ne, hier geht's nicht her, okay. Dann aber hier. Yo. Hallo, hallo? Moore, you lazy son of a bitch. What's taking so long? Flora? Why does no one in this house care what I want? More wine, or I swear I will drown you in the dregs. That sounds familiar. I don't envy anyone in this household tomorrow morning. She doesn't even see us. This is no normal wine. Hä, was geht mit der ab? Ist da irgendwie Gift drin oder sowas? Können wir hier irgendwas machen? Hallo, Olle. Wieso können wir nicht mit der reden, hä? Beknackt oder so? Ne, wir können ja anscheinend nichts machen. Okay, dann gehen wir wieder hoch. Wenn nicht mit uns reden will, dann gehen wir einfach mal weiter. Sieht ja doch nicht so ganz verlassen aus, das Haus. Ne, da... Bring me my wine. Die Erbin. More locks. It must be Molten. You, more coins. I want every scrap of gold in this house. Please, Monsieur. There's nothing to fear. You'll be beautiful. Pour it over her. Don't. You'll kill her. He can't hear me.